wunderschönen guten Tag zu Micha unterwegs. So, es kann losgehen. Wir sind einmal auf dem Weg nach in die wunderschöne Stadt Lünen. Ja, daher ein kleines Micha unterwegs. Dieses Mal müssen wir mal gucken, wie es lichttechnisch aussieht. Ich weiß es nämlich nicht, da ich jetzt nicht den Autofokus mal eben antippen hier, damit wir hier das Problem mit der Lichtsteuerung nicht haben, was wir angeblich hätten haben, weiß ich nicht. Jedenfalls müssen wir mal gucken. Daher nehmen wir dieses Video jetzt mal als Testvideo. Ja? Wir nutzen dieses Video mal als Testvideo für die Kamera und die Halterung wird noch erneuert. Also die ist schon wieder im Arsch. Kein Witz, die ist schon wieder durch. Wieso, weiß ich nicht. Verstehe ich selber nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg in die wunderschöne Stadt Lünen. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben mit der Kamera, neue Kamera und eigentlich eine neue Halterung, die ich jetzt seit 2-3 Tagen benutzt habe und die schon wieder einweg hat. Also irgendwie muss ich mir mal eine andere bei eBay kaufen oder so. Ich habe jetzt zwei Stück, ich hatte mir zwei Stück jetzt schon die dritte gekauft. Die ist auch wieder im Arsch. Ich habe sie immer woanders gekauft, immer auch vor allem eine andere Halterungsart und ne, andere Firma und so, aber letztendlich hat es auch nichts gemacht. Die Kamera, wie gesagt, das nutzen wir jetzt mal als Testvideo. Oder? Ja, eigentlich schon. Micha unterwegs. Ich bin jetzt, jetzt fange ich zum dritten Mal an, oder? Ich schnatter nachher raus, wenn ich Bock habe. Ich bin jetzt auf dem Weg in die wunderschöne Stadt Lünen. Wer Call of Duty kennt, weiß garantiert auch, es gibt ja Call of Duty in der Standardversion, die Deluxe Edition. Und dann gibt es ja noch die Edition mit dem großen Kartönchen und wo man eine Figur bei hat. Ja? Wo man ein Figürchen bei hat und so Metallbecher und so weiter. Dazu müsst ihr euch allerdings dann nachträglich das Unboxing-Video ansehen. Denn, ja, wie es halt ist, wird dann jetzt abgeholt und zu Hause mache ich dann das Unboxing dazu. Die Kamera macht das mit dem Licht auch eher nach draußen noch schön. Finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das finde ich ja ganz gut. Es regnet natürlich, ist auch ein bisschen nervig. Aber war ja klar, wenn ich mal fahre, ist das Wetter total beschissen. Wir sind auch nicht lange unterwegs jetzt. Vorteilhaft, eigentlich. Mit der Regen natürlich noch schlimmer. Natürlich haben wir jetzt hier auch einen Roller, an dem wir nicht vorbeikommen, weil wir so viel Gegenverkehr haben. Das ist natürlich optimal. Wie gesagt, Call of Duty Standard Deluxe und dann gibt es ja noch diese, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie diese Edition heißt. Jedenfalls gab es ja das Spiel in dieser Edition, wieso fährt der nicht auf den, das Spiel mit dieser Edition gab es natürlich dann für 169 Euro, glaube ich. Und das war mir alles ehrlich gesagt viel zu teuer. Ja? Daher habe ich mir nämlich gedacht, schön und gut, kaufst du die Standard, habe dann für letztendlich mit dem Gutschein, den ich noch hatte, für 20 Euro World War 2 gekauft. Und da ist jetzt in Lünen im Angebot bei X-Games für 15 Euro die komplette Box, aber halt ohne Spiel, aber wiederum für 15 Euro, wo ich letztendlich für Spiel dann inklusive der Box 35 gezahlt habe. Und wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, wir haben ja erst Ende November, ja, erst Ende November, das heißt, das Spiel ist noch nicht mal einen Monat auf dem Markt. Und ich habe letztendlich die Special Edition für 35 Euro anstatt 169 in eine Hütte. Ja? Das finde ich okay. Natürlich sind die Boxen auch neu. Ja, also jetzt kein Gebrauchtartikel oder was, ist alles neu. Und da habe ich mir gedacht, da schlägst du zu. Waren auch nicht so viele da. Ich glaube, die haben 50 Stück, haben sie, glaube ich. Und da ist schon ein Großteil auch vorbestellt und so. Es wird dann nachträglich. Sagen wir mal heute Morgen, dann wird es wahrscheinlich schon ausverkauft sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke mal direkt runter und nimm mir das direkt mit. Weil wäre ja Quatsch, wenn nicht. Dann habe ich mich noch so blöd verlegen. Ich bin heute auf dem Sofa eingenickt. Kennt man ja so beide Arme so auf der Lehne und so dann eingenickt, sodass ich tierische Schulterblätterschmerzen habe. Und noch ein Roller. Und die müssen mitten auf der Spur fahren. Der fährt, keine Ahnung, 25, 26. Ich kann echt nicht dran vorbeifahren. Fährt in der Mitte von der Spur auf einer Landstraße. Hier ist gerade der 100er Bereich.
Und der gurkt mir mit 25 über die Landstraße. Ich habe direkt hier eine Kurve, ich kann nicht dran vorbeifahren. Oh, ey, ernsthaft. Ich komme nicht dran vorbei. So. Oh, jetzt kommt schon. Oh, ey, manche Leute, ehrlich, da müssen die in der Mitte von der Spur fahren. Also, manche Sachen sind nicht für Sauerei. Hi, und hier ist mein Ernst, hier ist unbegrenzter Bereich. Oh, Nacken und Schulter. Ja, und sonst? Naja. Da vorne ist es schon. Da kann ich euch dann schon ablegen. Und da sehen wir uns dann mehr oder weniger im zweiten Teil wieder. Eigentlich. Ich habe jetzt gar nicht viel erzählt, oder? Eigentlich nicht, oder? Boah, man sieht Kacke, ne? Es ist halber Nebel und Schneeregen und scheiß Wetter. Ja. Sehen uns dann nämlich im zweiten Teil wieder. Da habe ich dann Paketchen dann und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe mal, dass das Video halbwegs was ist. Und ja, sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Paket habe. Oh, das ist keine 30er-Zone. Halte ich mal kurz an und mache die Kamera hier aus. Ne? Bevor wir hier noch ein Problem haben, nachher im Stadtverkehr irgendwen aufzuzeichnen. In diesem Sinne, wir sehen uns dann auf dem Rückweg wieder, wenn ich mein Paketchen habe. Und naja, und nachträglich noch in einem Unboxing. Und ja, ich habe mich schlecht rasiert, ehrlich gesagt gar nicht. Und gucken wir mal weiter.